Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Ihrer aktuellen Nachrichtenausgabe im Mittelerzgebirgsfernsehen. Hier ist die Mittwochsausgabe von Megional. Hallo, guten Abend und Glück auf. Ja, heute ist der 21. Februar und damit wieder ein besonderer Thementag. Denn heute ist der Welttag der Muttersprache. Er wurde auf Vorschlag der UNESCO eingerichtet und soll an die Bedeutung der Sprache als Kulturgut erinnern. Außerdem soll das Bewusstsein für sprachliche und kulturelle Tradition gestärkt werden. Und hier im Erzgebirge ist in der Muttersprache zumindest etwas erzgebirgische Mundart enthalten. Wir haben uns mal bei Erzgebirgern umgehört, welche Bedeutung die Mundart und die Muttersprache für sie haben. Welche Bedeutung hat denn Muttersprache für Sie? Ja, das ist Muttersprache, da denke ich immer, unser Deutschbuch damals. In der DDR, das hieß Muttersprache. Und Muttersprache ist wirklich die Sprache, die man lernt, weil man die meiste Zeit als Kind mit der Mutter zusammen lebt. Und deshalb spricht man so wie die Mutter. Deshalb finde ich die Muttersprache ganz wichtig. Und da muss ich sagen, meine Mutter, die hier gewohnt hat, also die hat sich auch nie verbogen. Die könnte sein, wo sie will. Sie hat ihre Mundart durchgezogen, obwohl sie nicht mehr regelrecht hier in Mauersberg geboren ist. Sie ist sehr zeitig nach Mauersberg gekommen und ist hier aufgewachsen und hat die Muttersprache aber richtig, richtig perfekt gesprochen und hat, wie gesagt, im Krankenhaus oder wenn sie in Urlaub war oder alles, die hat ihre Muttersprache gesprochen. Beim Kellner bestellen war für viele sehr eigenartig und viele haben sich gewundert, im Krankenhaus meistens der Ärzte. Ach, die sind dorthin gegangen, es hat ihnen gefallen, es war mal was anderes. Die erzgebirgische Sprache, welche Bedeutung hat es für Sie? Die erzgebirgische Sprache ist sozusagen eine Weltsprache. Und das allein kann man auch schwer lernen. Und manche Wörter haben im Erzgebirge eine völlig andere Bedeutung wie in der deutschen Sprache. Auch Englisch wird bei uns geredet. Wenn man zum Beispiel sagt, Holz und Kühen, die heißen im Erzgebirge Feuerring. Mit Blues ist kein Musikstück, sondern Blues gemeint. Und net stammt niemals aus der Computersprache, sondern heißt ganz schlicht in Eva Nein. Der Erzgebirger ist ja so, der versteckt sich etwas oder traut sich nicht richtig zu oder so Gefühl habe ich manchmal. Das ist ganz anders bei den anderen. Die stehen zu ihrer Muttersprache. Ich habe jetzt einen Karneval in Köln verfolgt und Mainz, die stehen zu ihrer Muttersprache. Ich habe schon 10-mal Lieder von den Höhnern gehört, habe ich bis jetzt noch nicht ein einziges Mal verstanden. Gefällt mir aber. Die stehen dazu und die Erzgebirger neigen so dazu, sich etwas zu verstecken. Ist eigentlich nicht schön. Auch wenn die Kinder jetzt in der Schule gehen, die laufen bei mir am Haus vorbei und da höre ich die sprechen. Ich dachte, Menschenskinder, das klingt ja eher, als wollten die alle Nachrichtensprecher werden. Also mit der Mundart nichts mehr am Hut, so ungefähr. Ganz schwierig war es aber bei Doppeldeutungen. Der Adelkäufer kann mal sein, der Adeln kauft. Es kann aber auch der tierische Adelkäufer gemeint sein, also der Schädling von der Adel. Eine Demo kann mal sein, der mit dem handelt. Es kann aber ein Thema sein für einen Aufsatz in der Schule. Sogar die verschiedenen Formen werden vom Erzgebirger oftmals verkehrt dargestellt. Der Schwarzbär müsste eigentlich Blaubär heißen, weil die tatsächlich blau und nicht schwarz sei. Und wenn die noch nicht reif sei und in der rindlichen Färbung haben, sucht der Erzgebirger die seiner Krie. Es ist Ihnen wichtig, dass die Mundart irgendwo erhalten bleibt, auch in der jüngeren Generation. Ja, auf jeden Fall. Mundart ist ein Stück Identität. Das ist eine Sache, die man die darf nicht ganz verloren gehen. Ich habe auch das Gefühl, wenn die Kinder das nicht mehr lernen in der Schule, dann wird es eines Tages vielleicht doch verschwinden, was sehr, sehr schade wäre. Also ich bleibe dabei. Erzgebirge ist wirklich eine ganz schwere Sprache. Eine kleine Hommage an den Hohndorfer Bildhauer Fritz Böhme haben wir im folgenden Beitrag für Sie vorbereitet. Er wäre am heutigen Tag 70 Jahre alt geworden. Seine Werke kann man unter anderem in seinem Skulpturengarten in Hohndorf oder auch im Schlosspark vom Schloss Wildeck in Zschopau bewundern. Auch mit dem Lokalfernsehen kann man einige seiner Werke in Verbindung bringen und Frank Langer weiß warum.
Die Pokale unseres erzgebirgischen Fernsehpreises sahen über die 10 Jahre recht unterschiedlich aus. 2011 stammten sie vom Hohndorfer Bildhauer Fritz Böhme. Die etwas strammeren Damen schuf er in seinem Atelier in Hohndorf, wo ihn 2011 unser Team vom Kulturmagazin besuchte. Fritz Böhme wurde 1948 in Tlaucha geboren und ist dort aufgewachsen. Er absolvierte eine Lehre als Steinmetz und Steinbildhauer und arbeitete in diesem Beruf. Autodidaktisch brachte er sich die Bildhauerei bei und schuf unzählige Skulpturen. Er arbeitete immer an mehreren Objekten gleichzeitig, um Arbeitsschritte und Ideen zu verteilen. Mit Vorliebe waren es menschliche Figuren. Das wird ein Mädel. Ein Mädel? Ein Mädel, ja. Die habe ich so ähnlich mal gesehen am FKK-Strand in Chemnitz, also in Rabenstein. Habe ich mir versucht, die zu merken. Die ist ja nicht so breit, die ist ja mehr so breit. Da habe ich mir ein kleines Modell gemacht. Und das ist aus Gips? Das ist so ein Ton. Ein Farton, da sieht man, ob es rund ist, also von mehreren Seiten betrachtet werden kann. Und das versuche ich jetzt in Stein zu kloppen. Sozusagen von dem Modell und aus der lebendigen Erinnerung. Ja, Manchmal geht es so. Ja, und das ist Sandstein, also ein Elbsandsteingebirge. Aus dem wurde die Frauenkirche gebaut, Reinhardsdorfer. Und der ist schön, war ja manchmal solche Aderung hat. In seinem Garten fallen aber vor allem die weiblichen Rundungen auf. Ja, die Frauen ist doch vom Mann was Schönes und ja, Frauen ist was Schönes schon. Also so wie sie sind, nicht die abgehungerten Modelle vom Herrn Magerfeld, da will ich nichts davon wissen. ...1987 erhielt er den Max-Pechstein-Preis, 1996 den Ernst-Ritschel-Kunstpreis. Fritz Böhme verstarb am 24. September 2013. Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen warnt davor, Eisflächen auf Flüssen, Talsperren und anderen Wasserspeichern zu betreten. Durch die schwankenden Wasserspiegel ist das Eis nicht tragfähig und bei Betreten besteht Lebensgefahr. Da aus den Talsperren ständig Wasser an Wasserwerke und an die Industrie abgegeben wird, sinkt der Wasserspiegel. Niederschläge im Einzugsgebiet oder Tauwetter sorgen wiederum für einen Wasseranstieg. Wenn sich dann auf Stauseen eine Eisfläche bildet, ist sie durch das ständige Auf und Ab besonders instabil. So können sich bei sinkenden Wasserständen gefährliche Hohlräume bilden. Außerdem sind viele Staumauern mit einer Eisfreihaltungsanlage ausgestattet. Sie verhindert durch aufsteigende Luftblasen, dass sich eine geschlossene Eisdecke bildet. Auch Flüsse sind ständig in Bewegung. Deshalb sind sie meist nicht vollständig zugefroren. Randeis an den Ufern kann leicht abbrechen, da sich durch die ständig wechselnden Wasserstände auch hier Hohlräume bilden. Zugefrorene Flüsse und Seen haben gerade auf Kinder eine große Anziehungskraft. Deshalb sollten alle Aufsichtspersonen wie Eltern, Lehrer und Erzieher die Kinder unbedingt über die Gefahren beim Betreten von Eisflächen aufklären. Die Landestalsperrenverwaltung weist außerdem darauf hin, dass Betreiber von Wehren und anderen wasserwirtschaftlichen Anlagen verpflichtet sind, diese auch bei Frost funktionstüchtig zu halten. Heute beginnen wir unser Regionalwetter mal mit Bildern des Tages.
Hochnebel verschleierte heute über den Tag die freie Sicht auf die Sonne. Trotzdem ein recht angenehmer Tag mit kühlen Temperaturen. Und so starten wir auch in den Abend bzw. in die Nacht. In Olbernhau zeigen die Skalen der Thermometer Werte zwischen minus 4 und minus 6 Grad Celsius an. Ähnlich in Marienberg mit minus 6 bis minus 7 Grad. Und in Schopau pegelt man sich in der Mitte ein mit Temperaturen um die minus 5 Grad Celsius. Das Ganze bei leicht bewölktem Himmel. Niederschlag wird nicht erwartet und der Wind weht leicht aus Nordosten. Der Donnerstag ist ein wahres Sonnenkind. Bei einer Niederschlagswahrscheinlichkeit, die gegen Null geht und ganztägig blauem Himmel, sind kaum Wolken zu sehen. Das heißt, Sonne satt zum Donnerstag und bis zu 9 Stunden sind drin. Die Temperaturen über den Tag gesehen durchweg im Minusbereich. So zum Beispiel im Pfaffroda mit Werten zwischen minus 3 bis minus 8 Grad Celsius. Die Wolkensteiner Thermometer zeigen ebenfalls minus 3 bis minus 8 Grad an. Und in Gurnau gehört warme Winterkleidung ebenfalls zur Tagesordnung mit Temperaturen zwischen minus 2 bis minus 7 Grad Celsius. Der Wind weht weiterhin aus nördlichen Richtungen, allerdings frischt dieser zum Donnerstag teils böig auf und dann pfeift uns ein bissig kalter Wind um die Ohren. Gegen Abend beruhigt sich das dann auch wieder und der Wind dreht auf Osten. Ein Blick auf die folgenden Tage zeigt, so wie der Donnerstag sich präsentierte, wird aller Voraussicht nach auch der Freitag sein. Sonne satt, kein Wölkchen in Sicht und von Niederschlag ganz zu schweigen. Auch an den Tagestemperaturen ändert sich nichts. Es bleibt weiter frostig frisch bei Werten zwischen minus 2 und minus 9 Grad bei geringem Wind aus Osten. Der Samstag im Sendegebiet wird auch recht sonnig, allerdings ziehen ab Mittag kleinere Wolkenfelder durch. Niederschlag ist hier keiner in Sicht und es wird zunehmend windiger. Über den Tag dreht der Wind dann wieder auf nördliche Richtung und ein Blick auf die Temperaturen zeigt, es wird kühler. Morgens starten wir sogar im zweistelligen Minusbereich und erreichen über den Tag Maximalwerte bis minus 3 Grad Celsius. Gefühlt liegen die Temperaturen allerdings so um die minus 10 Grad. Ja, mehr zum Wetter morgen dann hier an dieser Stelle. Und damit wären wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe von Megional angelangt. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder pünktlich einschalten. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Tschüss, bis morgen.